Hallo Bernd, Video Nummer 1 zu deinem SGL-Helikopter Bell 429 in der 700er Größe. Sehr schöner, riesengroßer Brummer hier auf meinem OP-Tisch. Ich habe gestern schon ein bisschen was vorbereitet für dich jetzt, damit du auf dem aktuellen Stand bist. Weißt ja, wie das bei mir so läuft mit den Videos. Ich habe Adapter gelötet, damit ich mit meinen Lipos überhaupt an die XT-Stecker rankomme, die hier verlötet sind mit dem Robberegler. Dann habe ich rausgesucht einmal die Bedienungsanleitung. Das ist hier das System, was bei dir verbaut ist in diesem Helikopter. Und dann natürlich, also es ist ja von Robbe und Bavarian Damon hat es ja übernommen. Und das ist das Programm, mit dem ich das Flyballer-System dann einstellen kann. Da habe ich gestern schon mal grob reingeschaut. Mein Problem, naja, Problem ist es nicht, aber was ich rausfinden muss noch, ist, welcher Kanal bzw. welcher Schalter ist denn belegt mit welcher Funktion. Es ist ja, hat ja ein Stabilisierungsprogramm, dieses Bavarian Damon mit Horizontalmodus, Positionsmodus, aktive Kalibrierung, dann gibt es da noch einen Pilotkanal und das muss ja überall irgendwo mit belegt sein. Und das kriege ich dann auch raus, ganz klar. Aber dafür müsste ich mich dann erstmal mit diesem Programm natürlich näher befassen. Und dann kriegen wir das schon hin. Den Positionsmodus, der ist ja hier, kann ja nur deaktiviert sein, weil die Kamera innen drinne verbaut ist. Und die Kamera sollte unten mit einem Kleber, einen schwarzen Kleber deaktiviert worden sein. Das muss ich aber alles nochmal checken. Ich muss ihn ja sowieso noch teilzerlegen, um zu schauen, ob die Mechanik hier in Ordnung ist. Was mir aufgefallen ist und warum ich dich auch bitte, dass du mir ein Feedback gibst, beziehungsweise eine Antwort, ob ich es machen darf oder nicht. Ich denke mal schon. Es ist hier die Anlenkung, Schabt, oben auf dem Scale-Rumpf. Das Einfachste, was ich machen kann, ist hier ganz vorsichtig, ganz leicht nur, das ist ein halber Zentimeter noch nicht mal, das auszufräsen. Das ist auch kaum erkennbar danach. Aber dann ist dieses fiese Geräusch weg, dieses Geklacker, betrifft auch diese Aussparung hier, ist genau das gleiche. Da müsstest du mich nochmal anrufen, dass ich das machen darf. Und kurz die Fräse ansetzen. Und dann läuft das alles wieder prima. So, das ist Update Nummer 1 für dich. Und wenn ich den Deckel abmache und so weiter, mir noch irgendwas auffällt, bekommst du natürlich ein neues Video von mir. Und dann werden wir den im Frühjahr schön in die Luft heben. Bis dann, tschüss.